So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Super Mystery Dungeon mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode werde ich ein weiteres und letztes Mal nacherzählen, was in den verloren gegangenen Parts geschehen ist. Und das ist eine Folge, in der wirklich sehr, sehr viel Story vorgekommen ist. Und Leute, haltet euch fest, es wird auf jeden Fall bombastisch. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass ihr die letzte Folge so gut aufgenommen habt. Und ich werde natürlich versuchen, diese Folge wieder genauso herzurichten wie die letzte Folge. Und es scheint euch ja gefallen zu haben. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Leute, lasst uns den Part starten. Nachdem uns in der letzten Episode die Flucht aus dem Nichts gelungen ist, wachen wir heute auf dem Segensberg wieder auf. Dort sehen wir immer noch die versteinerten Körper unserer Kameraden, wie beispielsweise Flapterix, Suicune oder Raikou. Wir schauen natürlich direkt nach dem reinigenden Wasser auf dem Segensberg, da das Siegel gebrochen worden ist. Doch wie zu erwarten, ist das Wasser gar nicht mehr vorzufinden. Iveltal und Blanas scheinen eine sehr, sehr gute Arbeit darin gemacht zu haben, das Wasser zu beseitigen. Ja, äußerst ärgerlich, vor allen Dingen in Bezug auf unsere Freunde, denn mit bisschen Wasser, sei es auch nur ein Tropfen, könnten wir die natürlich direkt wieder entsteinern, was super gut gewesen wäre. Dem Hauptprotagonisten plagen derweil ernste Zweifel. Die Inschrift auf dem Segensberg sagte aus, dass es einen Mensch benötigt, um die Welt zu retten. Doch was genau soll man tun? Und was kann man in unserer verzwickten Situation denn überhaupt noch bewerkstelligen? Die Zweifel versuchen Oberhand zu gewinnen, doch unser Partner, er hat natürlich die richtigen Worte und sagt uns erstmal, dass nicht nur Entei sehr, sehr viel für uns aufgegeben hat. Auch unsere treuen Kameraden und Freunde haben ihr Leben, so gesehen, für uns geopfert. Und wir stehen natürlich in deren Schuld und wollen alles dafür tun, um ihnen zu helfen, so wie es sich gehört. Der Segensberg liegt natürlich direkt in Ruhenau, unserem Heimatdorf. Und deswegen entschließen wir uns dazu, dort mal vorbeizuschauen. Doch zu allen oder zu unserem Erschrecken merken wir, dass gar keiner mehr dort vorzufinden ist. Und wir fragen uns ernsthaft, was passiert ist. Was ist hier beispielsweise mit dem Opa, also Karipas, von unserem Partner-Pokémon geschehen? Die Sorge um ihren Opa macht unserer Partnerin natürlich ernsthafte Sorgen. Aber sie versucht sich nochmal zusammenzureißen, nicht daran zu denken und einfach zu hoffen, dass wir am besten Opa helfen, indem man einfach die Welt rettet. Und wir sehen aber leider, dass vor allen Dingen in dieser Situation, die sehr emotional ist, unsere Partnerin sehr, sehr große Schmerzen hat. Also emotional gesehen, weil man kann es natürlich verstehen, in so einer Situation will man nicht gerade stecken. Wir reißen uns also zusammen und reisen gemeinsam mit unserem Partner nach Trubelstadt. Auf dem Weg dorthin fällt uns auf, dass die Sonne wieder bemerkenswert heiß ist und uns sogar deutlich größer vorkommt als wie gewohnt. Und in Trubelstadt selbst bemerken wir, dass die ganzen Dorfbewohner versteinert worden sind, zu unserem Entsetzen. Iveltal und Planas scheinen auch hier also ihr Unwesen getrieben zu haben. Unglaublich und vor allen Dingen auch sehr traurig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie lebhaft die Stadt noch war, als wir aufgebrochen sind Richtung Segensberg und die Verfolgung für Rabigator aufgenommen. Wir entschließen uns also, im Hauptquartier vorbeizuschauen. Und auf dem Weg dorthin sehen wir auch leider, dass Flauschling versteinert worden ist. Aber was auffällig ist, ist, dass Flauschling beim Naschen versteinert worden ist. Das heißt also, Flauschling hatte so gesehen gar keine Angst, als es versteinert worden ist. Er scheint also urplötzlich im Alltag versteinert worden zu sein, was uns schon ein bisschen was zu Rätseln aufgibt. Als wir dann aber in der Basis ankommen, sehen wir, dass doch nicht alle Dorfbewohner versteinert worden sind. So sind Ressadero, Clavion, Kecleon und auch Echnatol immer noch am Leben, sag ich mal. Und wir freuen uns wirklich, dass es ihnen gut geht. Hier in der Basis nehmen sie natürlich wieder ihren normalen Alltag in Kauf, helfen dabei oder helfen Ampharos und Jirachi dabei, noch ihre Aufgaben zu bewältigen. Und auch uns bieten sie an, dass wir immer noch ihre Dienste nutzen können. Was ganz praktisch ist, vor allen Dingen in Sachen Item-Management. Ja, weil ich bin ja jemand, der auf sowas sehr, sehr gerne achtet, wie wir schon im kompletten Let's Play gesehen haben. Und man mag es jetzt vielleicht nicht glauben, aber auch das Gespräch mit den Händlern war wirklich sehr emotional, denn ja, man sieht es hier an Clavions Gesichtsausdruck. Auch diese Erwachsenen haben die Hoffnung eigentlich tatsächlich schon aufgegeben.
Doch dann kommen wir und können denen sogar nochmal etwas Mut machen. Was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Und auch die Reaktion, vor allen Dingen, wie wir auch hier gerade wieder wunderschön sehen, von Klavion war wirklich schön anzusehen. Und selbst Echnatol, ja, das Geist-Pokémon, hat mich in der Situation mit seinen Gestik und Mimiken nochmal sehr, sehr zum Lachen bringen können. Aber diese Gestiken und Mimiken von Echnatol sind wir ja bereits gewohnt. In den oberen Stockwerken treffen wir auch Psiao wieder und boah, es war einfach so schön, denn gerade als Psiao uns gesehen hat, bricht sie wirklich in Tränen aus, weil sie uns eigentlich schon für versteinert hielt. Ah, wirklich, na, ihr seht sie im Bild, es ist wirklich, keine Ahnung, die Reaktion von Psiao war einfach nur einmalig. Sie war wirklich sehr emotional mal wieder und ja, es ist gerade wirklich sehr emotional, die kommenden Parts oder diese Parts auch wieder. Und es war einfach nur schön. Und von Psiao erfahren wir, dass sie uns hier auf den Segensberg gefolgt ist und als sie dann, naja, gesehen hat, wie wir versteinert worden sind, hat sie sich versteckt. Amphoros kam dann jedoch und hat ihr das Angebot gemacht, dass sie ja dass sie halt ins Hauptquartier des Forscherteams kommen kann, um dort halt wieder mitzuhelfen. Und seitdem dient sie mehr oder weniger als Ersatz für Deden, indem sie halt Amphoros und Jirachi durch ihre telepathischen Fähigkeiten Hilfestellung gibt. Doch natürlich fragen wir auch Psiao, was vorgefallen ist. Und zwar in Ruhenau. Und leider wird uns von Psiao erzählt, dass in Ruhenau alle Dorfbewohner versteinert worden sind. Und unser Partner bricht wirklich wieder auch in Tränen aus und läuft sogar weg. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Vor allen Dingen, nachdem sie sich erstmal so zusammenreißen musste in Ruhenau selbst. Und jetzt solche Nachrichten zu bekommen, das ist natürlich äußerst ungünstig und vor allen Dingen auch sehr schmerzhaft zu verdauen. Wir unterhalten uns also jetzt erstmal ohne unseren Partner mit Psiao. Doch wir bemerken, wie irgendwas hinter unseren Rücken davonraschelt. Ein Spion? Blanach selbst? Was zum Teufel ist hier los? Ja, der Eindringling flüchtet in Jirachis Zimmer. Und holy Jesus, ein Megalon in Jirachis Zimmer. Wow, ich bin da wirklich komplett ausgerastet. Ein Megalon. Und wisst ihr, das ist nicht nur ein einfaches Megalon. Es ist ein Bosskampf. Ohne unseren Partner, aber mit Psiao stattdessen. Aber Bosskampf kann man das Ganze eigentlich nicht nennen. Es ist eigentlich ein Mini-Bosskampf. Aber ich sag euch eins, Leute. Lasst euch nicht von dem Namen Mini-Bosskampf fehlleiten. Dieses verkackte Megalon hat sowas von in sich, ja? Ich habe, glaube ich, original 4 Belebersamen an dem Ding verschwendet. Einfach weil Psystrahl kann und Psystrahl ein One-Hit-KO ist. Es kann Konfusion, das ist auch wieder ebenfalls ein One-Hit-KO. Und deswegen kann ich euch an dieser Stelle wirklich nur raten, benutzt Zweige, Orbs, was auch immer, wenn euch eure Belebersamen viel wert sind. Weil dieses Ding, dieses Megalon, es hat nicht viel AP, aber es kann sowas von krassen Damage austeilen. Es hat einen Fernangriff mit Psystrahl und deswegen bereitet euch bloß gut darauf vor. Wir schaffen es also, Megalon zu besiegen. Aber Megalon richtet sich nochmal auf und wird dann aber von unserem Partner, der raschend eilend zurückkehrt, attackiert. Unser Partner ist kaum noch zu stoppen und deswegen muss Psiao dazwischen gehen, weil unser Partner natürlich immer noch sehr gefrustet ist, vor allen Dingen nach dem, was unser Partner eben gehört bekommen hat, was also anscheinend mit Karipas, also Opa, passiert ist. Jetzt kommt aber ein kleiner Plot-Twist, der wirklich sehr überraschend kam. Denn dieses Megalon entpuppt sich nicht als Megalon von Blanas, es entpuppt sich nämlich als eine Art, ja, Überläufer trifft es, glaube ich, ganz gut. Denn dieses Megalon ist nicht mehr von der dunklen Materie betroffen. Zumindest behauptet es das. Denn dieses Megalon sagt uns, dass nachdem Iveltal vom Segensberg oder seine Ansage an die Welt gerichtet hat, eine Schockwelle ausgelöst worden ist. Und diese Schockwelle hat ihn wohl wieder klar denken lassen. Und er hat sich dann halt vorgenommen, eine Lösung für dieses Problem zu finden, weil er natürlich Angst vor Blanas und auch vor Iveltal hatte. Zudem hat auch noch dieses Megalon eine sehr wichtige Information. Es behauptet nämlich, es weiß, wo es diese dunkle Materie gibt. Aber nicht nur das. Megalon behauptet, er wisse, wo sich der Baum des Lebens befindet. Wir sind davon natürlich sichtlich geschockt. Ich meine, vertrauen wir diesem Megalon? Ist es vielleicht eine Falle von Blanas, um, ja, uns aus dem Weg zu räumen? Wir sind da sichtlich verwirrt und wissen nicht, ob wir diesem Megalon glauben können. Aber, ja, wir bitten Psiao, einfach mal
einfach mal hier Ampharos anzufunken. Und leider reicht sie Ampharos nicht, was wirklich schade ist. Das heißt also, kurzerhand müssen wir uns spontan entscheiden und wir entscheiden uns dazu, diesem Megalon zu glauben. Und damit geht es also mit Megalon gemeinsam auf die Reise in einen weiteren Dungeon, in dem sich laut Megalon selbst der Baum des Lebens befinden soll. Gemeinsam mit Megalon begeben wir uns also zum Hafen zu Lapras und Lapras entscheidet sich, uns zum nächsten Dungeon zu bringen. Und der nächste Dungeon nennt sich Meeresgrotte. Ja, die Meeresgrotte ist der nächste Dungeon und gemeinsam mit Megalon begeben wir uns also dorthin. Doch wer jetzt gedacht hätte, das war's, der hat sich da wirklich schief gewickelt. Denn, weiterer Plot-Twist, wir sehen es hier schon am Bild. Als wir uns gerade zur Meeresgrotte begeben, erhalten wir eine weitere Cutscene. Und in dieser Cutscene ist doch tatsächlich Psiao, die eben wirklich vor Freude geweint hat, als sie uns gesehen hat. Oder vor Erleichterung geweint hat. Ja. Sie redet mit Blanas. Mit keinem geringeren als Blanas. Und sagt ihm, dass der Plan aufging. Und die beiden, also wir, in die Falle gehen. Davon ahnen wir beiden Protagonisten natürlich erstmal nichts. Und deswegen geht es erstmal in die Meeresgrotte. Und ich sage euch eins, Leute. Die Meeresgrotte ist ein ultra nerviger Dungeon gewesen. Das erste, was mir hier aufgefallen ist, dass sich Pokémon auf einmal entwickeln können. Gegnerische Pokémon. Ja, Leute, gegnerische Pokémon können sich entwickeln. Das habe ich das allererste Mal bemerkt, als ich zum Beispiel so ein komisches Tentacher vor meinen Augen, nachdem es mein Partner besiegt hat, oder Megalon besiegt hat, ich weiß es nicht mehr, so Tentoxer wurde. Wow, gegnerische Pokémon können sich weiterentwickeln. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Es gab einen Valmar. Valmar hat eins unserer Teammitglieder ausgenockt. Und es wurde zu einem verkackten Weilord. Ach du lieber Gott, es war riesig, sag ich euch. Ja, Pokémon, die wir in den Dungeon finden, sind Tentacher, Seemon, Dragonir, Octillery, Mantax, Tohaido, Weilmar, Armaldo, Lumineon, Tanatora und Wummer. Der Dungeon geht 10 Ebenen und wir müssen den, wie gesagt, mit unserem Kollegen Megalon betreten. In Anführungszeichen Kollegen, by the way. In der Dungeon-Mitte entschließt sich unser Partner dann erstmal Megalon eine Frage zu stellen, die ihn nicht so ganz kalt lässt. Auch wenn er Megalon nicht ganz vertraue, fragt er sich, warum uns denn Blanas überhaupt angelogen hat. Also was war denn Blanas Intention? Megalon will auf diese Frage nicht antworten und sagt uns auch klipp und klar, dass er es nicht möchte. Wir lassen aber nicht wir lassen Megalon nicht die Ruhe, die er haben möchte, und Megalon sagt uns nur klipp und klar, beziehungsweise kurz und knapp, dass wir etwas wissen, was Blanas wissen möchte. Beziehungsweise, dass wir unsere Erinnerung hatten, als wir diese Welt betreten hatten. Kurz vor dem Ende des Dungeons kommen wir auch an den Punkt an, wo unsere Verbündeten vom Forscherteam versteinert worden sind. Auf die Frage, ob Megalon von dieser Sache weiß, antwortet Megalon nur, ja, er wisse von der Sache und er war dabei. Und wer hätte es gedacht, Leute, als wir dann das Dungeon-Ende erreichen, keine Spur vom Baum des Lebens. Und Megalon, oder wir verdächtigen zuerst Megalon, dass er auch von dieser Sache wisse. Megalon antwortet aber nur, nein, das stimmt nicht. Ihr beiden seid in die Falle gegangen, aber nicht nur ihr beiden. Auch ich bin in die Falle getappt. Blanas hat also auch mich ausgetrickst. Und wer hätte es bloß gedacht? Natürlich steckt Blanas hinter der ganzen Sache. Blanas habe anscheinend gewusst, dass Megalon sein Urteilsvermögen zurückerlangt hat und habe dann trotzdem den Plan gefasst, dass es am Ende so rauskommt, wie es jetzt rausgekommen ist. Megalon kommt also zu uns, Megalon sagt uns, dass der Baum des Lebens sich hier befindet, Megalon will, dass die Welt sich wieder normal, oder dass die Welt nun wieder normal wird. Und am Ende hat Blanas seinen Plan tatsächlich umsetzen können. Unglaublich aber wahr. Und was Megalon uns erstmal nicht erzählen wollte, wird Blanas uns jetzt erzählen. Blanas erzählt uns, dass Megalon unser Gedächtnis gelöscht hat. Als wir in die Welt kamen, hatten wir unser Gedächtnis noch. Aber Megalon und Blanas haben, als wir in die Welt gekommen sind, gegen uns gekämpft. Bei dem Kampf
haben wir dann aber irgendwann zwischendurch unsere Erinnerung verloren. Und dann hat Planas einen raffinierten Plan geschmiedet. Planas wusste nämlich von der Existenz des heiligen Wassers. Und auch das hat ihn sehr gestört. Also hat er einen Plan gefasst. Er musste die Situation ausnutzen, dass wir keine Erinnerung mehr hatten. Er hat also getan, als ob er unser Freund ist. Und in dem Moment, in dem wir das Siegel auf dem Segensberg brechen, wollte er zuschlagen und sich das Wasser unter seinen Nagel reißen, sodass das Wasserproblem auch hier wieder beseitigt worden wäre. Raffiniert. Planas erzählt uns auch wieder, dass wir hier am tiefsten Punkt des Meeres sind. Und falls wir hier zu Stein verwandelt werden, wandern wir auch an den tiefsten Punkt des Nichts. Und von dort gibt es laut Planas kein Entkommen. Das macht mega und unfassbar viel Spaß, hätte ich schon fast gesagt. Nein, natürlich nicht Spaß, Angst. Und Planas sieht das natürlich und versucht aus der Situation Profit zu schlagen. Planas bietet nämlich Megalon an, dass falls er uns jetzt aus dem Weg räumt, Planas ihm verzeihen wird. Und Megalon möchte sogar auf diesen Deal eingehen. Daraufhin zeigt sich auch nochmal Psiao zu erkennen. Psiao sagt uns, dass sie auch unfassbar große Angst davor hatte, zu Stein verwandelt zu werden. Und Planas habe sie damals auf dem Segensberg gesehen, nachdem wir zu Stein verwandelt worden sind, und hätte ihr diesen Job angeboten, um Ampharos auszuspionieren. Psiao habe diesen Job angenommen und sie ist darüber auch sehr glücklich. Es sieht also alles andere als gut für uns aus. Am Anfang des Parts dachten wir, alles sei gut. Wir haben Psiao gehabt, wir haben jetzt Megalon gehabt, alles wäre super gewesen. Aber natürlich ist das Ganze nicht so. Wir stecken also einen ziemlich großen Miesen. Doch! Ampharos erscheint zu unserer Rettung. Ampharos mit Jirachi. Aber die beiden sind nicht allein, denn auch Celebi ist da. Und Celebi teleportiert uns dann alle sicher raus. Ja, wer hätte das bloß gedacht? Ich habe das in der Situation natürlich nicht gedacht. Kappa. Alle gemeinsam sind wir jetzt an einem Eingang zu einem Dungeon. Eine Art Wald. Uns wird Celebi vorgestellt, ein alter Bekannter von Ampharos. Während Jirachi und Ampharos in unserer Zeit nach, Untersuchungen angestellt haben, habe Celebi in der Vergangenheit Untersuchungen angestellt, auf Wunsch von Ampharos. Und ja, die Entdeckung von beiden und von allen dreien sind äußerst erschreckend, denn anscheinend ist es wirklich so, dass wenn der Baum des Lebens von der dunklen Materie befallen wird, der Baum des Lebens nicht mehr intakt ist, oder nicht mehr ganz intakt ist, dass die Welt oder der Planet sich anfängt zu bewegen und unmittelbar Richtung Sonne rast. Das sei dann letzten Endes auch der Grund, warum es die letzten Tage so unglaublich heiß ist und auch der Grund, warum die Sonne auf einmal größer erscheint. Äußerst erschreckend, wenn ihr mich fragt, und da müssen wir auf jeden Fall etwas gegen tun. Zudem erzählt uns jetzt Psiao, dass sie eine Doppelagentenrolle angenommen hat. Das heißt, Psiao hat so getan, als ob sie für Planas gearbeitet hätte, hat dann aber eigentlich das Ziel gehabt, Ampharos zu helfen. Das heißt, Psiao war zum Glück nicht böse. Mir ist da in dem Moment ein Stein vom Herzen gefallen. Ich mag Psiao, Psiao ist ein absolut sympathischer Charakter, aber dass auf einmal Psiao unter einer Decke mit Planas gesteckt haben soll, hat mich dann echt geschockt. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich mich erstmal wieder beruhigt. Psiao hat sich aber echt mächtig darüber aufgeregt, dass wir beiden Protagonisten anscheinend geglaubt haben, dass sie böse sei und mit Planas unter einer Decke steckt. Das war auch wieder ein sehr witziger Dialog, den ich euch gerne gezeigt hätte. Aber naja, wie dem auch sei. Letzten Endes kann ich euch nur sagen, wir sind jetzt mehr oder weniger an dem Punkt angelangt, an dem es für uns jetzt weitergeht. Das heißt, morgen, also in der morgigen Episode, geht es ganz normal weiter mit Pokémon Super Mystery Dungeon, Leute. Ich hoffe, ihr konntet soweit die Story mitverfolgen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie natürlich nochmal in die Kommentare. Ich versuche die euch natürlich, soweit es geht, nochmal zu beantworten. Aber ich glaube, das ist soweit jetzt eigentlich klar, was passiert ist. Wo wir uns befinden, wissen wir nicht. Was Ampharos, Jirachi und Celebi bei unseren Nachforschungen herausgefunden haben sie uns auch noch nicht erzählt. Das alles erwartet uns bei der nächsten Episode. Ich kann euch wirklich nur sagen, storymäßig war das echt krass, was wir jetzt in dieser Episode erlebt haben, meiner Meinung nach. Unglaublich viele Turning Points, unglaublich viele Plot-Twists, bla bla bla. Rein spieltechnisch, vom Dungeon her war das, glaube ich, jetzt ein Dungeon, den ich in drei Parts gemacht habe, ohne Bosskampf oder so. Ja, ein bisschen traurig. Aber ja, Leute, mich freut es, dass wir dieses Problem jetzt gemeinsam beseitigt haben.
Ihr wisst Bescheid, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, das würde mich freuen und supporten. Und morgen geht es dann wie gewohnt weiter in normaler Masche mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Haut rein, macht's gut, bleibt fruchtig und ciao, euer Regi.